Achtung, Bürger von Los Santos. In den Winewood Hills wurde am Teich Lava entdeckt. Noch ist unklar, welchen Ursprung dieses Lava gefunden hat. Auf jeden Fall ist sicher, halten Sie sich fern von diesem Ort. Wir kümmern uns schon darum. Yo Leute, was geht? Heute passieren in GTA 5 ganz merkwürdige Dinge. Wir haben erstens ein sehr merkwürdiges Wetter, Freunde. Der Himmel in Los Santos scheint irgendwie etwas gelblich zu sein. Und ich würde sagen, wir werden mit Franklin versuchen, da auf den Grund zu gehen, Leute. Wir nehmen deswegen natürlich auch noch Chop mit. Und Leute, ich weiß nicht, aber irgendwie kommt eine merkwürdige Hitze von diesem Damm aus. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich denke, wir gehen da mal hin und schauen uns diese Lage dort mal ein bisschen genauer an, weil ich weiß nicht, ob da hinten irgendwelche komischen Sachen abgehen. Aber es ist windig, es ist warm und es ist irgendwie, keine Ahnung, der Himmel ist sehr gelblich. Vor allem schaut mal, Freunde, einfach, wie dicht dieser Nebel ist. Das ist einfach nicht mehr normal. Und ich habe echt keine Ahnung, was das Ganze auslöst. LOL! Schaut mal, Leute, sogar das Wasser scheint von irgendeinem Sturm besessen zu sein. Das ist richtig am Vibrieren, als würde es gerade ein Erdbeben in Los Santos geben. Irgendwelche Sachen gehen hier ab. Wir werden diesen Sachen aber auf jeden Fall, Leute, auf den Grund gehen. Deswegen, Leute, ich brauche natürlich wieder euren Support, Leute. Vergesst nicht, Leute, gerne ein Like dazu lassen, wenn ihr mehr GTA-Videos sehen wollt. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Freunde, noch 3000 Abonnenten fehlen uns, dann haben wir die 800.000, Leute. Lasst mal Support da. Lasst ein Abo da, Freunde, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Video. So, Chop, hast du Lust mitzukommen? So, okay, Chop. Wir gehen zusammen Gassi. Wir schauen uns die Lage mal ein bisschen genauer an, weil es sieht hier echt ganz komisch aus und ich weiß nicht, was die Ursache davon ist. Vielleicht hätten wir in den Nachrichten mal reinschauen sollen, aber habe ich leider... Leute, wer guckt die Nachrichten im Fernsehen? Ich gucke immer hier auf Google und so weiter. Aber bisher habe ich irgendwie noch nichts gelesen. So, Chop, steig ein, Bro. Alles klar. Dann checken wir mal die Lage ab, was es damit auf sich hat, dass der Himmel so gelblich ist. Boah, ey, okay, der Wind ist echt stark, Freunde, mittlerweile. Alter, ist der Wind stark. Okay, wir müssen uns den Damm mal genauer anschauen. Vielleicht liege ich da mit meiner Annahme richtig, dass da irgendetwas Merkwürdiges sein müsste. Weil es sieht so krass komisch aus, Freunde. Einfach die Autos an ihren Fenstern des reflektiert alles so gelb. Es kommt mir so vor, als würde ich dieses Spiel in so einem Sepia-Filter sehen, so einem gelblichen Filter. Okay, wir sind bald da. Oh mein Gott, es scheint wirklich warm zu sein. Alles klar. So, dann suchen wir mal einen geeigneten Parkplatz, wo wir hier aussteigen können. Ich glaube, hier ist ein geeigneter Spot. Okay, so, Chop, steig mal aus, Bro. Okay, schauen wir uns die Lage mal ein bisschen genauer an, was dort hinten abgeht. So, oh mein Gott. Was bitte ist das? Chop, das ist einfach Lava. Was macht hier bitte schön Lava in so einem Teich? Ey, im Ernst, ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat, aber warum ist hier bitte schon ein riesiges Meer aus Lava? Ich meine, wir haben ja ab und zu ein bisschen Lava in Los Santos, aber das hier hat irgendwie gar nichts damit zu tun. Ich glaube, wir sollten da nicht hingehen, Leute. Dieser See, der kocht einfach schon richtig. Schaut euch mal an, wie dieses Lava-Meer am Kochen ist. Ich bin mir sicher, wenn wir das anfassen, dann sind wir, ja, dann war's das. Dann ist Franklin ein kleines Süppchen geworden. Moment mal kurz. Das Geräusch kommt mir ein bisschen vertraut vor. Es ist ein bisschen anders, aber ich glaube, Freunde, kann es sein? Hallo? Hallo, wo bist du? Wer bist du? Zeig dich mal. Doch, ich kenne die Geräusche, Freunde. Ich kenne die. Ja, Freunde, ich erkenne die Geräusche. Das ist Siren Head. Aber der ist doch weg. Siren Head existiert nicht mehr. Oh mein Gott, Leute, wir sollten definitiv nicht dieses Lava anfassen. Und Chop, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist echt kein sicherer Ort für dich. Ich hoffe, guck mal, er muss schon mit der Zunge so hecheln, weil ihm so warm ist hier. Okay, wir gehen gleich, Chop, wir gehen gleich. Alter, oh mein Gott. Aber ich höre dieses Siren Head Geräusche. Das heißt, hier ist irgendwo ein Siren Head. Siren Head, hallo, hallo, Siren Head. Nee. Das ist aber nicht der gleiche. Das muss irgendein anderer sein. Keine Ahnung, aber irgendwer, ich glaube, dieser Siren Head hat vielleicht irgendwas mit der Lava zu tun. Schauen wir uns die Lage mal ein bisschen genauer an. Vielleicht gehen wir mal zu einem Flugzeugshop. Vielleicht sehen wir dann da etwas, was mit diesem Siren Head zu tun hat. Alter, einfach nur ganz vorsichtig, Leute. Dieses Wasser, diese Lava ist so heftig am Kochen. Das ist nicht normal, wie heftig die am Kochen ist. Und Chop bellt die ganze Zeit. Ja, Chop, okay. Ich weiß. Ich weiß, hier ist was Gefährliches. Böses ist im Busch. Ich weiß. Moment mal kurz. Ich glaube, das ist er, Freunde. Seht ihr den da hinten? Ich glaube, das ist der Siren Head. Warte mal kurz. Das ist kein normaler Siren Head, Freunde. Der sieht ein bisschen anders aus. Der sieht auf jeden Fall anders aus. Also, ich muss jetzt auf den Steg gehen. Das ist irgendein anderer Siren Head. Das ist kein gewöhnlicher Siren Head. Oh mein Gott, Alter, Leute. Warum gehe ich auf diesen Steg? Der sollte schon längst in Flammen stehen. Oh, Chop, fall bloß nicht runter. Schau dir diese Lava an. Schau dir das mal an, wie heftig die am Kochen ist. Oh mein Gott, ey, wir müssen da ganz vorsichtig sein. Hallo? Okay, normalerweise wäre Franklin jetzt safe weggelaufen, aber wir müssen wissen, was es mit der Lava auf sich hat. Vor allem, wie es direkt neben meinem Haus. Entschuldigung, was machen Sie hier, Mr. Siren Head? Warte mal kurz. Das ist kein normaler Siren Head. Das ist ein Siren Head, der aus Lava besteht. Okay, das ist ganz schön weird, muss ich sagen. Oh mein Gott, schaut euch das an, Leute. Franklin ist so richtig am Schwitzen, wie ihr gerade sehen könnt. Alter, es ist so heiß. Franklin, wir gehen hier runter vom Steg. Alter, Chop, wo der Licht?
Nein, nein. Was? Wie ist das passiert? Oh mein Gott. War das er? Ich habe ihn nicht gesehen, dass er in das Wasser gesprungen ist. Freunde, habt ihr irgendwie gesehen, dass er ins Wasser gesprungen ist? Franklin, wir haben Chop verloren. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir müssen uns einen neuen Hund suchen. Aber Chop war echt mein bester Freund. Chop war wirklich der beste Freund von Franklin. Und Franklin ist echt, diese Lava ist echt, ey, das wird hier immer wärmer und wärmer, ne? Kann mir das nur so vorkommen? Oder ist es wirklich so? Macht dieser Siren Head irgendwas draus? Du hast bestimmt die Lava hier verursacht. Und du bist schuld, dass Chop erledigt worden ist. Wow, 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 wow. Was geht gerade ab, Leute? Ich glaube, dieser Siren Head macht hier wieder Explosionen. Ich glaube, der will die Lava noch heißer machen. Ich weiß nicht, was sein Plan ist, aber ich glaube, er will wachsen und wahrscheinlich Los Santos überfluten. Ich weiß es nicht, Leute. Komm her und stell dich. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Komm her, Junge. Es ist mir egal, was für Geräusche du machst, aber du hast Job erledigt. Das war's. Nie wieder. Weg mit dir. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich weiß nicht mehr, wo du herkommst. Geh da jetzt zurück. Alter, ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber der ist kurz vorm Explodieren, oder was? Alter, Leute, diese Lava. Ich glaube, ich muss weg. Franklin ist wieder extremst am Schwitzen. Wirklich. Und wegen dir ist Job erledigt worden. Was hast du dazu zu sagen? Hallo? Wo ist er denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Freunde! Oh, wir müssen weg! Alter! Oh mein Gott! Nein! Okay, warte, ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich komme hier nicht raus! Nein! Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell beeilen. Oh, okay, das war gar nicht mal die gute Idee. Okay. Okay, Freunde. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir können uns hier verabschieden. Ich werde das hier nicht überstehen. Okay. Okay, der ist ganz wütend geworden. Ich glaube, mit dem ist irgendwas nicht richtig. Oh. Sind wir dem entkommen? Oh, ich glaube schon, Freunde. Wir sind dem entkommen. Oh! Nein! 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 Wir sind ihm doch nicht entkommen! Wir sind ihm doch nicht entkommen! Wir sehen ihn auf gar keinen Fall entkommen. Nein, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, er hat den Zaun kaputt gemacht. Okay, das war ganz ein netter Trick. Okay, ey. Okay, jetzt sollten wir eigentlich respawnen, oder? So, jetzt ist Black Screen. Okay. Hallo? Freunde, ich sehe nichts. Es ist alles dunkel. Hey, warte mal kurz. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten, oder? Kann das sein? Leute, ich weiß nicht, was los ist. Hallo? Ey, hey! Ey, im Ernst, Leute, was? Nichts passiert? Hä? Okay, Freunde, ich muss das Spiel neu starten. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. So, Freunde, wir haben das Spiel jetzt neu gestartet und... Warte mal, wo sind wir gerade? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Hä? Wir sind in einem Busch. Alles klar, okay. Mein Head-Up-Display ist jetzt auch deaktiviert. Wir stehen also vor einem Felsen. Ah, okay. Warte mal kurz. Warum sind wir vor dem Mount Chiliad? Ich frag mal die Leute, was da los ist. Ey, Entschuldigung, wissen Sie, warum ich hier auf Mount Chiliad gespawnt bin? Hallo? Ey! So, Ursula. Was machen die hier oben? Alles klar. Wow! Alter. Das ist krass. Auf welcher Insel sind wir denn? Alter. Oh mein Gott, Alter. Das ist heftig, Freunde. Einfach ganze Meer ist los. Warte mal. Das ist das gesamte Meer. Das heißt ja, wenn alles hier unter Wasser, ich meine, alles hier unter der Lava ist. Moment. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Das kann... Nein, 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 nein. Zeig mal hier. Schauen wir uns das mal an. Da hinten muss doch Los Santos sein, oder? So. Oh mein Gott. Hallo? Los Santos? Ey, die gesamte Stadt ist auch unter der Lava. Und hier ist dieses Meer, Freunde. Ich glaube, hier war sogar dieser Damm. Hier war sogar das, wo ich diese erste Lava gesehen habe. Das gibt's einfach nicht. Dieser riesen Siren Head hat einfach einen gesamten Lava-Tsunami verursacht. Ey, das kann doch nicht sein. Aber ich höre ihn gerade nicht, ne? Also, ich, keine Ahnung, wo ist der Typ jetzt? Und warum hat er mich hierher gebracht? Der hätte mich doch gleich aufessen können. So. Also normalerweise, Freunde, hätte ich jetzt gesagt, ich mache hier einen schönen Fallschirmsprung. Aber so wie es aussieht, gibt's da hinten keinen Boden, um da einen Fallschirmsprung zu machen. Okay, ich weiß nicht. Ich denke, wir warten ein paar Stunden ab. Vielleicht tut sich dann etwas. Ja, Leute, also, so wie es gerade aussieht, ist es das Ende der Welt, Freunde. Wie ihr gerade hier sehen könnt, die Wolken verziehen sich, es ist riesen viel Rauch und Ruß in der Luft und das Meer scheint immer weiter zu steigen, also die Lava in GTA 5 scheint aktuell immer weiter zu steigen und ich glaube, die einzige Lösung, wie wir das Ganze verhindern können, ist, indem wir diesen riesen Lava-Siren Head irgendwie besiegen können und ich weiß gerade nicht, wo er ist, aber ich höre ihn wieder. Oh mein Gott, schaut euch das mal an, Leute. Wie heftig sieht das bitte aus? Alter, der Himmel ist komplett schwarz, als wären wir in Fortnite. Der Wind ist nicht mehr normal.
Der Wind kommt absolut nicht mehr klar. Alter, das ist das Ende der Welt. Das ist wirklich das Ende der Welt gerade, Freunde. Und das meine ich jetzt echt no joke. Aber immerhin, Leute. Immerhin fliegen noch die Flugzeuge. Das ist das Beste. Leute, ich höre ihn wieder. Aber ich höre ihn in einer ganz anderen Tonlage gerade. Kann das irgendwie sein? Oh mein Gott. Alter. Was ist das denn für ein Ding? Junge, ich dachte schon, wir haben das Ende der Welt. Aber nicht diese Art von Ende der Welt. Alles klar, und er schießt hier mit solchen Dingern auf mich. Glaubst du, du kannst mich damit beeindrucken? Okay, wir machen den Typen fertig, Leute. Wir machen diesen riesen Lava-Sirenhead jetzt aber einfach einmal kaputt. Ey, ich muss auch sagen, ich feiere die Szene, wie das gerade einfach aussieht. Bei diesem Sonnenuntergang mit dem schwarzen Himmel. Sieht so heftig aus. Ich muss sagen, hast du schon eine coole Kulisse ausgesucht. Aber das war's, Kollege. Wir werden dich zur Strecke bringen. Das war's. Wir werden das schon hinkriegen. Und Franklin ist wieder am Schwitzen. Franklin fängt schon wieder an am Schwitzen. Ich weiß, die Temperatur beträgt aktuell 40 Grad Celsius. Das ist keine Temperatur, wo man generell lange durchhalten kann. So, wir müssen dich irgendwie erledigen. Ey, Alter, hör mal auf, diese Dinger auf mich zu schießen. Hör mal damit auf. Kriege ich das hier irgendwie hin? Oh, er bewegt sich, Na? Oh mein Gott. Hör auf, mit deiner Hand auf mich zu zielen. Oh! Wow. Ich glaube, der geht down. Ich glaube, Freunde, er geht down. Oh, nein. Nein, Alter. Du kommst mir nicht zu nah. Freundchen. Ich habe ebenso eine mächtige Waffe. Ich weiß, Feuer bekämpft Feuer, aber das macht in diesem Wortwitz tatsächlich auch Sinn. Diesen Spruch. Lol. Oh, was ist gerade passiert? Alter. Was machst du da, Junge? Wow, was passiert? Oh mein Gott. Leute. Ich glaube, wir haben ihn erledigt. Irgendwas ist mit ihm los, Franklin. Ach, warte, ich muss da jetzt hoch. Nee, warte. Er fliegt davon. Er fliegt weg. Aber ganz merkwürdig, Leute. Ich weiß nicht, wie wir das in den Griff kriegen, aber er fliegt tatsächlich davon, Freunde, wie ein Vogel. Oder kommt er wieder zurück? Ich glaube, er kommt zurück. Ey, komm nicht mehr zurück. Komm nie wieder. Oh. Ich glaube, jetzt ist er wirklich down. Freunde, wir haben es geschafft. Leute, wir haben diesen Lava-Siren-Head endlich erledigt. Aber zu welchem Preis? Wahrscheinlich zum Ende der Welt in GTA 5. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird, Leute. Wie wird Los Santos sich davon erholen? Keine Ahnung, Leute. Aber ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, Leute. Vergesst nicht, gerne ein Like da zu lassen. Und Freunde, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst jetzt gerne einfach kostenlos ein Abo da. Lasst einfach nur eine Sekunde, zwei Sekunden euch Zeit. Einfach abonnieren drücken. Wir haben bald die 800.000. Deswegen, Leute, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. ID-Zock ist raus. Haut rein, Freunde. Und ciao.